Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham City. Ich bin Marv und heute kümmern wir uns um Harlequin. Harlequin hat nämlich ein paar Leute entführt und das können wir als Batman natürlich nicht zulassen. Wir haben jetzt in der letzten Folge uns solche Codekarten geholt und mit denen können wir jetzt zusammen mit unserem Panzerknackergerät hier das Teil öffnen. Versteck. Sesam, öffne dich. Du bist der nächste B-Man. Na, das wollen wir mal sehen. Das ist eine merkwürdige Figur. Mensch, wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. Das ist eine Geheimbasis, richtig? Was ist mit Batman? Mit dem Jungen, mit dem er rumhängt. Seit Jay getötet wurde, lassen die sich nicht mehr blicken. Ach komm, Batman hat Joker nicht getötet. Es war der Dreck, den Joker sich in der Anstalt gespritzt hat. Du hast gesehen, wie er aussah. Hab was anderes gehört. Dann hat man dir Mist erzählt. Nun, ich habe es von Harley. Und die wird es wohl wissen. Sie war dabei. Nein, war sie nicht. Ich war mit ihr vor dem Kino. Batman kam raus und hat Jay getragen. Echt? Die Sache mit Clayface kapiere ich nicht. Wie hat Joker Batman mit dem Rollentausch reinlegen können? Manchmal übersieht man Dinge, die man direkt vor seiner Nase hat. Mir ist gerade was eingefallen. Was, wenn es Clayface und nicht Joker war, den Batman getragen hat? Langsam, aber sicher machst du dich lächerlich. Sowas Bescheuertes habe ich noch nie gehört. Hältst du das hier für eine Fernsehserie? Die Fledermaus ist hier! Oh. Gedacht, dass das klappt. Aber den Hinweis finde ich echt interessant. Ob das jetzt Clayface gewesen ist, der dann da jetzt irgendwie erledigt wurde. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Mann. Heute Nacht wirst du sterben. Ich reiß dir deinen Schädel ab. Das geht ganz schön ab hier. Oh. Das wird leicht, Batman. So. Hier endlich mal einen ausschalten. So. Das gleiche, wie ich die ganze Zeit tue. Euch ordentlich den Arsch versohlen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Au, nicht den. Oh, ich bin gleich tot. Leute, ich bin gleich tot. Brach's und brach zusammen. Dafür büßen, dass du Mr. J hast sterben lassen. Jetzt weiß ich wenigstens, warum sie schwarz trägt. Das erklärt natürlich einiges. So können wir die Bullen nicht einfach ausknipsen und von hier verschwinden. Ach je, jetzt bin ich draußen? Schaut er ganz schön blöd. So. Alles von vorne, ey. Und zwar so weit von vorne, dass ich... Bin ich denn hier? Ich bin ganz woanders. Hä? Also das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, jetzt bin ich jetzt wenigstens... Wenn ich jetzt schon hier so komisch spawn, direkt daneben, aber nicht mal das stimmt.
Na gut. Jetzt sind wir wieder da. Vor allem, weil da ja noch ein Ladebildschirm zwischen ist. Und hier gespeichert wurde. Mann. Wir sind sicher. Keiner weiß, dass wir hier unten sind. Ist eine Geheimbasis. Die Idee? Was ist mit Batman? Mit dem Jungen, mit dem er rumhängt. Seit Jay getötet wurde, lassen die sich nicht mehr blicken. Ach komm, Batman hat Joker nicht getötet. Es war der Dreck, den Joker sich in der Anstalt gespritzt hat. Du hast gesehen, wie er aussah. Hab was anderes gehört. Dann hat man dir Mist erzählt. Nun, ich habe es von Harley. Und die wird es wohl wissen. Sie war dabei. Nein, war sie nicht. Ich war mit ihr vor dem Kino. Vorsicht! Batman ist hier! Ja, und Batman versucht jetzt mal eben schnell einen auszuschalten. So, mit dem zum Beispiel auch jetzt. Mit Waffen spielt man nicht, Kumpel. Komm her, Batman! Ich trete dir in den Arsch! Och, das hat nicht geklappt. Diese blöden Stromkerle. Oh, das war gut. So, komm, 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 komm. Das kann schon sein. Rente ist nie verkehrt. Aber ich weiß nicht, ob es Superheldenrenten gibt. So, wie war das? So nicht. Oh. Wie war denn das jetzt? Wie erledigt ihn den? Erledige ich den denn jetzt? Ach so. Okay. So, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Da kommen wir später wahrscheinlich raus. Da hinten kommen wir auch rein. Und da oben ist das Stromteil. Da wahrscheinlich jetzt hier hoch. Wobei, das müsste auch so gehen. No. Aber das hier bringt nicht so wirklich was, weil hier jetzt nichts mehr ist. Komme ich da rein, wenn ich da oben rüber gehe? Nee. Das geht nicht. Ja gut, dann nehmen wir den klassischen Weg direkt durch die Tür, die offen ist. Da geht's lang und da geht's lang. Die Ente ist ja cool. Die irgendwie... Nee. Unverwundbare Ente. Oh, was ist denn hier? Kann man da oben hoch? Nee, kann man nicht. Oh, was ist denn das für ein Joker-Kopf hier? Cool. Na gut, war ja klar, dass die Tür zu ist. Hier mal den klassischen Weg. Mit einem Seilwerfer. So, da kommen wir nicht lang, aber da... Ist da hinten noch was? Nee, die Tür ist auch zu. Hier ist auch nichts.
Ich schaue immer noch nach Riddler-Trophäen. In der Hoffnung, dass ich den doch nochmal irgendwie weiterspielen kann, aber das wird wohl nichts mehr. Na, so. Schauen wir mal, ob da oben noch irgendwas anderes ist. Eine Tür, die zu ist. Kommen wir jetzt also noch nicht durch, aber bestimmt später. Und die große Frage ist ja immer noch, wie hat Batman seinen Gürtel verloren? Das geht ja auch nicht einfach so. Jammer nicht, Bulle. Du lebst noch, oder etwa nicht? Versteh mich nicht falsch. Ich kann nicht garantieren, dass es so bleibt. Sieh dich um. Wenn ich dich nicht umlege, machen es meine Freunde da oben. Na los, sieh hin. Siehst du die Scharfschützengewehre? Üble Dinge. Hab gehört, dass sie so präzise sind, dass man kleinste Stückchen von seinem Ziel wegballern kann. Ach komm, tu nicht so überrascht. Ich meine, ich gehöre zu den bösen Jungs, nicht wahr? Und du zu den guten. Wir vertragen uns nicht. So ist es halt. Wir können nichts daran ändern. Es ist also völlig egal, was ich mache. Solange du gefesselt bist und ich in der Lage bin, es zu tun, werde ich dich umlegen. Kann sein, dass ich dich vorher foltere, dir ein oder beide Ohren abschneide. Töten werde ich dich auf jeden Fall. Was ist das für ein ekliger Kerl, ey? Oh, werd bloß nicht ohnmächtig. Der Spaß fängt doch gerade erst an. So. Hier heißt es wieder aufpassen, wie ich es am besten löse. Da sind zwei. Da ist einer, aber da kommen zwei auf den zu. Da unten sind die. Hast du eine Frau? Eine Freundin? Möchtest du, dass ich sie besuche, wenn ich mit dir fertig bin? Wieso sollte er sowas wollen? Tanzt er sich da erstmal einen zurecht? So wird das nicht. Hat jeder mit gerechnet, dass es so enden wird? Warum kann ich denn da jetzt nicht wieder hoch? Da bin ich doch eben gerade auch so hoch. So, ich muss auf jeden Fall diese Patrouillenwachen hier ausschalten. Mitbekommen hat es bisher noch keiner. Kommt der jetzt hierher? Je länger du lebst, desto länger wird es wehtun. Nein, kommt er nicht. Oh, ich habe bisher alle so leise ausgeschaltet. Das ist richtig gut. Damit gerechnet, dass Batman vorbeikommt und die eine reinhaut? Nein. Das ist auch wirklich sehr ungewöhnlich. Für einen der Schurken hier arbeitet. Na, was ist das denn? Heul nicht rum, Bulle. Ich fang gerade erst an. So. Jeden heimlich ausgeschaltet. Das war schon sehr gut. Ich bin hier oben gefesselt, Batman. Hier oben? Sie sind in Sicherheit. Das glaub ich nicht, Batman. Jetzt gibt's tote Bullen. Boah. Tut es weh? Ein Jammer. Kommt, Jungs. Das ist eine super Idee, den einfach aufzumachen. Was macht ihr? Beeilung, ihr Idioten!
Harley nicht sauer. Okay, das erklärt, warum da der Gürtel rumliegt. Jetzt sind wir wieder bei Robin. Tim, was ist los? Hast du ihn gefunden? Ja und nein. Was soll das heißen? Keine Sorge, ich glaube, ich bin nah dran. Ich melde mich. Ja. Aber das war's schon wieder mit der Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir hoffentlich, wie Robin Batman rettet. Bis dahin, Servus, euer Marv.